von meiner Seite hier auch noch ein herzliches Wunsch für einen schönen guten Abend. Wir haben ja in der letzten Zeit viele gehört über die Versteigerung der Frequenzen für 5G. Das ist verbunden mit Versprechungen, dass wir enorm schnell wunderbare Filme runterladen können. Ich habe einmal ausgerechnet, in einer Stunde mehr höchstauflösende Filme, als man ein ganzes Leben lang anschauen kann. Und es hat andere Vorteile. Man bekommt automatisch in Zukunft Nachricht vom Kühlschrank, wenn die Wurst ausgegangen ist, und kriegt gleich das Angebot dazu, wo sie billig zu kaufen ist. All das ist die schöne neue Welt, die uns versprochen wird. Und dafür braucht man natürlich neue Frequenzen, mehr Strahlen. Und die Frage, die immer gestellt wird, hat das für den Menschen gesundheitliche Konsequenzen? Jetzt, wenn man die Frage stellt, kommt natürlich sofort als Entgegnung, ja, jeder von uns hat ja wohl, oder die meisten, haben ein Handy. Wenn da irgendwas gefährlich wäre, wären wir alle krank. Sind wir zum Glück nicht. Vielleicht passt hier der Vergleich mit dem Rauchen. Es ist heute wirklich nicht mehr anzuzweifeln, dass Rauchen der Gesundheit schadet. Aber denken Sie an unseren Altbundeskanzler Schmidt, der man am Schluss nur noch durch den Nebel in einer Rauchwolke gesehen hat. Er war bis zum Schluss gesund. Das heißt, obwohl Rauchen die Gesundheit schädigt, gibt es viele Leute, die jahrelang Kettenraucher waren und nicht geschädigt sind. Ähnlich ist es zumindest nach äußerlichen Merkmalen auch beim Mobilfunk, bei den Funkstrahlen. Es trifft zumindest kurzfristig nur relativ wenig Leute. Da gibt es verschiedene Schätzungen, je nachdem, welche Krankheiten man einbezieht. Die Zahlen liegen zwischen 2 und 6, 7%. Wie gesagt, je nachdem, wo man die Grenze zieht. Aber immerhin betrachten wir jetzt nur mal 2%. Aber 2% der Bevölkerung sind eine Menge Leute, die zum Teil ganz schwer leiden, die zum Teil ihr Leben total umstellen müssen. Also es lohnt sich sehr, sich mit der Frage zu beschäftigen. Und gleich vorweg, man weiß nicht, warum die Einzelnen krank werden, die anderen nicht. Es gibt Hinweise, aber undeutliche Hinweise, dass einer der Gründe, warum man krank werden kann, ist, wenn man gleichzeitig viel Schwermetalle im Körper hat. Zum Beispiel von Zahnfüllungen, zum Beispiel von anderen Sachen. Oder sagen wir es allgemeiner, vielleicht spielt eine Rolle, dass man mehrere Dinge haben muss, die zusammenkommen müssen. Chemische Unverträglichkeiten, physikalische Unverträglichkeiten. Das ist jetzt Spekulation. Es gibt erste Ansätze von Untersuchungen, wo man die mehrfache Einwirkung von solchen Stoffen untersucht hat. Irgendwie schlüssig ist man dabei noch nicht. Gut, jetzt als erste Frage, wovon sprechen wir überhaupt? Ich rede von Handystrahlen, vielleicht manchmal von Funkstrahlen. Sie sehen, bei den Funkstrahlen gibt es eine ganze Reihe von Anwendungen. Wichtig für uns im Haus ist der Mobilfunk, das Schnurlostelefon, die Nummer 2, und wer es hat, das WLAN. Dann gibt es Bluetooth, die Kurzstreckenverbindungen, Funkmäuse, Funktastaturen, und der Unsinn könnte eigentlich nicht größer sein. Stellen Sie sich vor, man sitzt so da und tippt, und dann funkt das genau dahin, wo eigentlich die Erbschäden am effektivsten entstehen. Es ist widersinnig. Oder wenn ich an unsere Studenten denke, die nehmen sich dann einen Laptop auf den Schoß, die Antenne des Laptops ist meistens im Gelenk und sitzen so da, und das ist vielleicht noch effektiver als Bluetooth, um sich später in der späteren Generation zu schädigen. Also ich sage das bewusst etwas ironisch, weil die Gedankenlosigkeit, die hier herrscht, doch wirklich erschreckend ist.
Aber wichtig ist mir, dass wir eine ganze Reihe von Anwendungen, von Funkanwendungen haben, die wir jetzt hier einfach mit einschließen müssen. Nicht aufgeführt ist Fernsehen und Rundfunk, aus einem guten Grund. Zumindest die alten Rundfunksender wurden meistens in Gebiete gebaut, die nicht unmittelbar in unmittelbarer Nähe bewohnt waren. Und dadurch lassen sich die Schäden relativ gering halten, obwohl die Leistungen natürlich sehr viel stärker sind. Ich kenne allerdings zum Beispiel den Sender, den großen Sender bei München, den Erdinger Sender. Da ist in der unmittelbaren Umgebung des Senders ein Block, ein kleiner Block, und da treten sehr stark vermehrt Leukämien auf. Also das Beispiel soll nur zeigen, Rundfunkwellen sind da an sich nicht ausgenommen, auch Fernsehsender nicht, wenn sie ungünstig gebaut sind. Jetzt ist ja vorher schon gesagt worden, meistens geht das mit relativ harmlosen Beschwerden an. Harmlos heißt nicht, dass es den Menschen, der betroffen ist, nicht stark beeinflusst, sondern sind unspezifische Dinge. Kopfweh, Schlafstörungen und so weiter. Wir gehen nachher noch drauf ein. Und dann heißt sofort, naja, das ist psychisch. Der sieht die Antenne und dann regt er sich auf. Und vor lauter Aufregung kann er nicht mehr schlafen. Und weil er nicht mehr schlafen kann, kann er sich nicht mehr konzentrieren und so weiter. Das heißt, diese Leute werden, obwohl sie manchmal massiv leiden, einfach in die psychische Ecke gestellt. Dass das keine vernünftige Erklärung ist, kann man sehen an der Natur. Die Natur ist geschädigt, zum Beispiel Bäume. Dieses Bild hier wurde aufgenommen, den oberen Teil des Bildes sieht man nicht, aber da ist ein Funkturm und Sie sehen, die Funkstrahlen werden von den Blättern ziemlich stark aufgenommen. Wenn man hinter dem Baum misst, hat man fast keine Strahlung mehr, vorne entsprechend stark. Und im Laufe der Jahre frisst sich die Schädigung scheibchenweise durch den Baum durch. Das dürfte jetzt die Schädigung von 3-4 Jahren sein, schätze ich. Und heute ist der Baum nicht mehr grün. Das ist kein Einzelfall, es gibt ganze Sammlungen von solchen Bildern. Ein weiteres Bild aus Dresden, was besonders eindrucksvoll ist, weil Sie hier die Antenne sehen und der Teil, der direkt bestrahlt wird, ist abgestorben. Dieser Teil ist im Schatten des Dachs und er lebt zumindest noch hier. Sie sehen also bei Bäumen den Schaden ganz offensichtlich, aber nicht nur bei Bäumen, auch bei anderen Pflanzen. Bei den Tieren ist es vielleicht noch deutlicher. Wir haben Fruchtbarkeitsstörungen und zwar habe ich selbst an einer Studie teilgenommen, die 12.000 Ferkel untersucht hat, 7.000 im kaubestrahlten Zustand und 5.000 an derselben Stelle mit Bestrahlung. Dass diese Strahlen sehr schwach waren, nur ein Bruchteil der heutigen Grenzwerte, ist eine andere Sache, aber eine wichtige Sache. Das heißt, weit, weit unter den Grenzwerten werden Tiere und leider auch Menschen geschädigt. Gut, diese Fruchtbarkeitsstörungen waren bei den Schweinen damals so stark, dass der Bauer wirtschaftliche Probleme bekommen hat. Er musste dann den Stall aufstocken und so, dass er wieder einigermaßen zu seinem Verdienst gekommen ist. Dann eine Sache, die auch leider beim Menschen bekannt ist, Katarakt, das heißt grauer Star, bei Kälbern. Und zwar bei diesen Kälbern, die in solchen stark befeldeten Bauernhöfen geboren werden, da ist es schon ab der Geburt. Das ist sehr gut untersucht. Hier ist nur eine Arbeit, es gibt mehrere Arbeiten von ähnlichen Autoren in der Schweiz. Das heißt, das ist veterinärmedizinisch sehr genau begleitet. Es ist aber auch von Menschen her bekannt. Sie wissen,
dass sie nicht in einen Mikrowellenherd schauen sollen, wenn die Abdichtung, die Abschirmung nicht gut funktioniert. Auch dann kann man Blinz oder Groundschall bekommen. Es ist auch vom Radar her bekannt, dass die Leute, die da geschädigt worden sind, reingeschaut haben, Groundschall bekommen haben. Dann Verringerung der Milchleistung bei Kühen, ganz wesentlich, Missbildung. Das ist so schlimm, dass ich Ihnen nachher es nicht ersparen kann, ein paar Kinder anzuschauen. Wir haben außerdem Schäden an Spermien. Die Schäden gehen zunächst einmal auf die Erbsubstanz, auf die DNA. Es gibt sehr gute Untersuchungen auch bei Menschen. Es ist also nicht auf die Tiere beschränkt. Und außerdem gibt es noch eine Verringerung der Spermien und eine Verschlechterung, das heißt die Beweglichkeit der Spermien wird verringert. Auch dazu gibt es weit mehr Untersuchungen, als ich hier aufgeführt habe. Deswegen soll man genau das nicht tun, was ich hier tue. Ich habe ein Funkgerät in der Hosentasche. Und gut, in meinem Alter ist vielleicht nicht mehr so kritisch. Aber jungen Männern und Frauen würde ich das dringend abraten. Jetzt kann ich es Ihnen nicht ersparen, wenigstens kurze Zeit ein paar Bilder anzuschauen, weil das Missbildungen sind, die in diesem Hof, obwohl Tausende von Ferkeln eben geboren worden sind, vorher nicht aufgetreten sind. Und speziell das Bild mit der offenen Bauchdecke habe ich einmal in einen Vortrag gebracht und dann hat sich eine Kette von Leuten gegeben, bis ich bei einer Medizinerin gelandet bin, die sagt, dieses Phänomen, dass Kinder mit offener Bauchdecke geboren werden, tritt auch bei uns relativ häufig inzwischen auf. Also sollte man vorsichtig sein. Und jetzt nochmal die Bemerkung, die ich vorher schon gemacht habe, die Befeldung, also die Stärke der Funkstrahlung, war 1,6% des Grenzwerts. Und zwar, wenn man sagt, Prozent des Grenzwerts, muss man aufpassen, ob man es nach Leistung oder nach Fettstärke nimmt. Das ist nach Fettstärke, also nach Leistung wäre es noch viel, viel weniger. Das zur Warnung, weil es oft heißt, ja, was wollt ihr denn bei Bürgerinitiativen? Das ist ja nur so und so viel Prozent des Grenzwerts. Sie sehen, was passiert bei 1% des Grenzwerts. Und ich kann es Ihnen auch nicht ersparen, ein paar Bilder von Rindern anzuschauen. Dieses Kalb hier ist einen Tag nach dem Foto verendet. Es ist untersucht worden in der veterinärmedizinischen Klinik der Uni München. Und das Kalb ist eingegangen an Deformationen der inneren Organe. Bei dem Tier muss man sagen, das ist ein Kalb. Schauen Sie die Hufe an. Gut, soweit die Tiere und die Pflanzen. Jetzt zu den Menschen. Ich habe vorher schon gesagt, die ersten Symptome sind relativ allgemein. Konzentrationsprobleme, Schlafstörungen, Nasenbluten, Körpererwärmung, Erschöpfung. Immunsystem ist wichtig und was hier nicht aufgeführt ist, weil ich hier nur zitiere, es sind Herzrhythmusstörungen, die ganz wesentlich sind. Gut, jetzt kann man immer noch sagen, ja, das sind ein paar Spinner, ein paar Übersensible, von denen ich hier rede. Nein, die Industrie warnt inzwischen. Denn keine Haftpflichtversicherung auf der Welt ist bereit, das Risiko durch Strahlenschäden zu übernehmen. Man muss sich vorstellen, keine Haftpflichtversicherung. Das ist ähnlich wie bei einer Atomkraft, auch da ist keine Versicherung bereit, das Haftpflichtrisiko zu übernehmen. Und deswegen schreiben eben viele Firmen, Apple, die Telekom, extra in die Betriebsanleitung rein Warnungen. Bei Apple steht, wenn ich mich recht erinnere, dass man das möglichst nicht direkt ans Ohr halten soll, was natürlich die meisten Leute beim Telefonieren tun.
Also es gibt verschiedene Warnungen in der Industrie, einfach um sich freizustellen, um bei Haftpflichtansprüchen sagen zu können, ihr habt euch nicht an unsere Vorschriften gehalten. Aber für diejenigen, die ihr Grundstück oder ihr Hausdach vermieten für eine Basisantenne, die Warnung hier. Zunächst haftet natürlich der Betreiber, wenn irgendwas passiert. Und das, was passieren wird, ist eigentlich anzunehmen, weil in Italien jetzt schon ein Urteil da ist, wo der Betreiber verurteilt worden ist wegen eines Gehirntumors. Also da werden wir in Zukunft eine Prozesswelle haben, aller Voraussicht nach. Und zunächst haftet der Betreiber. Aber sinnigerweise sind die Betreiber meistens GmbHs, Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Das heißt, die sind dann irgendwann einmal pleite und dann kriegt man nichts. Dann ist der nächste juristische Schritt, dass man sich an den Grundstücksbesitz erhält. Und der ist in zweiter Linie auch haftbar. Das als Warnung für die Gemeinden oder Privatleute, die ihre Grundstücke bzw. Hausdächer haben. Ich habe vorher schon erwähnt, dass die Elektrosensibilität, also das Krankwerden durch die Strahlenbelastung, verschiedene Zahlen gibt, je nachdem, wenn man die Definition sehr weit nimmt, dann 6%, wenn man sie sehr eng nimmt, dann 2%. Weltweit sind es immerhin ungefähr 100 Millionen Menschen. Und das ist eine Zahl, die man sicher nicht vernachlässigen kann, die größer ist als die vieler Krankheiten. Nach den Angaben des Bundesamts für Strahlenschutz leben 25.000 Menschen in Deutschland wegen der Funkbelastung zunächst im Keller, weil die Erde die Funkbelastung abmindert. Aber viele halten es auch da nicht mehr aus. Manche probieren dann durch Abschirmungen noch im Keller weiterzukommen. Und dann gibt es eben Fälle, wir werden heute ein bisschen hören drüber, wo man überhaupt fliehen muss. Es gibt noch einige wenige Funklöcher in Deutschland. Ich weiß von einer Frau, die lebt in einer Jägerhütte in den Alpen. Das ist ein Funkloch, da kann sie existieren. Medizinisch eindeutig nachgewiesen, wenn sie aus ihrem Funkloch rauskommt, sinkt der Kalziumspiegel auf ein lebensbedrohliches Niveau. Wenn sie wieder zurück ist, ist er normal. Und das passiert nicht einmal, sondern immer wieder, ist medizinisch sehr gut dokumentiert. Also, was ich sagen will, im Augenblick gibt es noch ein paar wenige Funklöcher in Deutschland, aber jetzt mit 5G sollen auch die geschlossen werden. Und dann weiß ich nicht, was diese Leute tun werden. Man kann natürlich nicht nur argumentieren, dass Leute krank werden mit den unspezifischen Krankheiten, die ich eingangs erwähnt habe, Missbildungen, Krebs und Erbschäden sind natürlich wesentlich gravierender. Sondern man kann das auch medizinisch im Einzelnen nachweisen. Calcium Spiegel habe ich vorher erwähnt, das sogenannte Redoxpotential kann man messen, ist in einem Fall, den ich verfolgt habe, sehr gut dokumentiert. Auch hier eine sechsköpfige Familie, wenn sie zu Hause war bei der Funkbelastung, die war allerdings in dem Fall ziemlich hoch, war das Redoxpotential im Keller. Sobald sie im Urlaub waren, war es normal, wenn sie wieder zurückgekommen sind, genauso schlecht. Also Sie sehen, wenn sowas einmal passiert, kann man sagen, naja, das war irgendwas anderes, Stress oder was, ihr zu Hause und im Urlaub ging es besser. Obwohl die Tochter des Mädchen ziemlich klein war, ich glaube nicht, dass die sehr viel Stress hatte zu Hause, aber trotzdem. Solche Erklärungen gibt, aber wenn das immer wieder geht, wenn die von zu Hause wegfahren, ist es gut. Wenn sie nach zu Hause kommen, ist es schlecht. Ist es immerhin ein starker Hinweis. Aber es gibt bessere, genauere Untersuchungen. Ich selbst war beteiligt an
deren Studium einiger Neurotransmitter, zum Beispiel Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin, PA, da zeige ich Ihnen die Ergebnisse. Die schwarze Linie hier ist die gesamte Bevölkerung. Gesamte Bevölkerung sollte ich noch erklären. Das ist ein sehr einsames Tal im Bayerischen Wald, das deswegen geeignet ist, weil es damals vor Errichtung des Funkmasten noch praktisch keine Funkbelastung gab. Und als der Funkmast gebaut wurde, 2004 war das, ja, im Januar 2004, ging eben die Belastung los und da können wir es gut studieren. Natürlich gab es damals, wenn auch noch nicht in dem Maß wie heute, Decktelefone, also Schnurlostelefone und WLAN und solche Dinge, habe ich nachgeprüft, im Einzelnen nachgemessen. Also das spielt hier keine Rolle, beziehungsweise ist eingearbeitet. Und bei der schwarzen Kurve, schreiben wir mal dort, das ist die allgemeine Bevölkerung, ist im ersten Jahr nach Einschalten, also das ist der Wert unmittelbar vor dem Einschalten des Senders, hier ein halbes Jahr danach, ist der Adrenalinspiegel deutlich angestiegen und danach wieder langsam abgeflacht, auf ungefähr das alte Niveau. Bei den rot durchgezogenen Kurven ist es die am stärksten belastete Bevölkerung. Die grüne Kurve sind die, mit den Spitzhündchen, Sie sehen die gepunktete Kurve, das sind die mittleren und die grünen sind die am schwächsten belastet. Jetzt könnte man sagen, ist doch wunderbar. Zuerst steigt zwar der Adrenalinspiegel an, aber nach 1,5 Jahren ist alles wieder gut. Das ist ein Fehlschluss. Denn das Adrenalin hat in dem Fall eine Schutzfunktion. Das darf man nicht allein sehen, muss in dem ganzen Hormonsystem zusammen sehen. Das hat eine Schutzfunktion. Das bedeutet, hier nach 1,5 Jahren hört diese Schutzfunktion auf. Und der Körper tut so, als wäre nichts mehr. Und ist dann den anderen Wirkungen voll ausgeliefert. Das heißt, für die Ärzte sollte das eigentlich eine Warnung sein. Schauen wir uns die Kurve noch genauer an. Die schwarze durchgezogene Kurve sind wieder alle hier. Die roten sind die Kinder, die blauen die chronisch Kranken. Das heißt, wir sehen bei den Kindern und bei den chronisch Kranken einen Effekt. Chronisch krank heißt in dem Fall in den allermeisten Fällen eine starke Allergie. Und die grünen sind die gesunden Erwachsenen. Das heißt, die gesunden Erwachsenen haben hier praktisch keinen Effekt. Und Amalgam spielt in dem Fall auch keine Rolle. Der Stoff, der mich und nicht nur mich am meisten beeindruckt hat, war einer, der heißt PEA, Phenylethylamin. Den kennen Sie nicht. Aber Sie kennen die Wirkung. Wenn man zum Beispiel Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom hat oder Defizit- und Hyperaktivitätssyndrom, dann gibt man den Kindern Ritalin. Und der Stoff PA ist eigentlich der, wegen dessen Mangel man Ritalin gibt. Das heißt, dieser Stoff PA regelt sehr viel in der Aktivität, auch in der psychischen Reaktion der Menschen. Und wenn der Spiegel zu niedrig ist, gibt man als Ersatz Ritalin. Man kann PEA nicht direkt geben, weil PEA vom Körper so nicht aufgenommen wird. Der Ritalinverbrauch ist seit 1972, seit dem Einführen des Mobilfunks, auf das 85-fache des ursprünglichen Betrags angestiegen. Das ist sicher nicht nur der Mobilfunk oder der Funk allgemein. Das sind unsere Fernsehgewohnheiten, das sind die Gewohnheiten, wie wir mit den neuen Medien umgehen.
dass die Kinder ständig da rumzippen, hat eine körperliche Konsequenz, ganz klar. Also ich sage nicht, dass dieses Ver-85-fachen des Ritalin-Verbrauchs nur auf den Mobilfunk zurückgeht, aber auch. Und die Kurve dazu zeige ich Ihnen. Auch hier wieder die schwarz durchgezogene Kurve, die gesamte Bevölkerung, selbe Bevölkerung in diesem Tal in dem Bayerischen Wald. Im ersten Halbjahr ist nichts passiert, aber dann geht es rapid runter. Die rote Kurve sind die am stärksten Belasteten. Ist eine Reaktion schon im ersten halben Jahr sichtbar. Und die grüne sind die am schwächsten Belasteten. Und da ist mal wohl in der Folie was verrutscht. Die grüne Kurve sollte auf diese erste schrittpunktierte Kurve auftreffen. Gut, und auch hier wieder ähnlich wie bei den Ferkeln müssen wir die Grenzwerte vermeiden. Die Bestrahlungsstärke hier, also die rote Kurve, war, wenn die Strahlen stärker als 100 Mikrowatt pro Quadratmeter waren. Und der Grenzwert für diese Strahlung, das war GSM 900, war 4.500.000. Und hier ist es bei 100 aufgedreht. Also Sie sehen, wie wenig unsere Grenzwerte wirklich schützen. Der Erfolg von PEA, oder besser gesagt der Effekt von PEA, wurde auch im deutschen Mobilfunkforschungsprogramm festgehalten. Bei relativ schwacher Bestrahlung, wenn der Abstand von der Basisstation zum Beispiel weniger als 500 Meter war, haben wir chronische Gereiztheit gesehen, chronische Kopfschmerzen bei Kindern und Jugendlichen. Und bei Kindern hat sogar das Schnurlostelefon im Haus einen erheblichen Einfluss gehabt. Ich nehme jetzt von den möglichen Krankheiten nur noch das Krebsrisiko raus, weil das sehr gut untersucht worden ist. Da gibt es logischerweise großes Interesse dran und entsprechend viele Studien. Die medizinisch beste ist wohl die von Hardell und anderen. Das ist in Schweden gemacht worden. Das ist eine Fallkontrollstudie. Das heißt, man hat jeden einzelnen Krankheitsfall befragt, untersucht, medizinisch untersucht und hat das bei vielen tausend Menschen gemacht. Das ist eine Wahnsinnsarbeit, die über viele Jahre weggegangen ist. Die zweite Arbeit ist besonders interessant. Das ist nicht Krebserzeugung, sondern die Verstärkung von Krebs, wenn schon ein Krebs ausgebrochen ist. Das hat Herr Lerchl an Mäusen gemacht. Die Arbeit ist deswegen so bemerkenswert, nicht weil sie neue Ergebnisse geliefert hätte. Im Prinzip hat man diese Ergebnisse schon in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts gehabt. Aber der Herr Lerchl war früher sehr eng mit der Mobilfunkindustrie verbunden und hat mit auch dazu beigetragen, dass Leute, Wissenschaftler verunglimpft worden sind, die andere Ergebnisse, also die Gefährlichkeit der Strahlen nachgewiesen hat. Und jetzt diese Kehrtwendung, jetzt veröffentlicht er selbst eine Arbeit, wo wenigstens die krebsfördernde Wirkung von Strahlen im Tierversuch nachgewiesen worden sind. Ähnlich ist es bei der Arbeit von Lin hier. Er war Mitglied der ICNIRP, einer industrienahen Vereinigung, die unsere Grenzwerte festgelegt hat. Eine Vereinigung, die als Dogma hatte, dass nichts passieren kann gesundheitlich, wenn nicht die Strahlung so stark ist, dass eine mehrfache Erwärmung des Körpers auftritt. Ein Dogma, das durch nichts gerechtfertigt ist. Aber er war sogar der Vorsitzende eines Ausschusses in diesem Gremium und jetzt die Kehrtwendung, dass er genau das Gegenteil sagt. Und die Arbeit heißt frei übersetzt aus dem Englischen die unwiderlegbaren Beweise für die Gefährlichkeit von Mobilfunkstrahlung. Diese Arbeit hängt sehr eng zusammen damit, dass es ein
staatliches Programm gewesen der USA, man beachte ein staatliches Programm, wo die Staaten ja eigentlich von der Mobilfunkindustrie sehr viel profitieren über Steuern und Ähnliches. Sie haben 7000 Ratten und Mäuse untersucht und auch hier eine krebserzeugende Wirkung festgestellt. Und diese Arbeit ist nochmal bestätigt worden durch die letzte. Das heißt, neu sind diese Ergebnisse überhaupt nicht. Wir hatten sie seit 27 Jahren. Interessant ist, welche Leute das gemacht haben, dass es jetzt zum Teil von staatlichen Stellen kommt. Jetzt glauben es die Leute langsam, was wir als Wissenschaftler eigentlich längst schon gewusst haben. Gut, bis jetzt war es allgemein über die Strahlen. Gehen wir noch ganz kurz auf 5G ein, auf das Internet der Dinge. Der Name kommt daher, dass eben in Zukunft der Kühlschrank mit dem Geschäft spricht, das das Angebot hat für das, was im Kühlschrank steht. Es sollen sehr viele Daten übertragen werden. Das ist klar, wenn Sie so viele Geräte miteinander vernetzen, dann braucht man viele Datenkanäle. Aber es werden auch im einzelnen Datenkanal sehr schnell Daten übertragen, das heißt pro Sekunde sehr viel. Und das heißt, Sie brauchen viele Frequenzen und vor allem hohe, also schnelle Schwingungszahlen, weil Sie da mehr Informationen draufbringen. Aber diese hohen Frequenzen, also schnelle Schwingungszahlen, die haben ein Problem. Die kommen kaum durch die Wände, die werden durch Bäume abgeschirmt. Wenn es regnet draußen, dann auch in der Luft haben sie Probleme durchzukommen. Gut, eigentlich verhalten sich die mehr oder weniger wie Licht. Und man könnte sagen, und das ist auch meine Stellung, warum geht man dann da drauf, auf die gefährlichen Strahlen, warum geht man nicht gleich auf Licht bzw. Infrarot? Aber das muss man sich vor Augen halten. Die Frequenzen, die jetzt versteigert worden sind für 5G, sind nicht die, wobei man bleiben wird. Das ist ein erster Anlauf. Man nimmt Dinge, die entweder beim 800 MHz-Bereich jetzt schon verwendet werden oder die nahe an dem Bereich liegen, der jetzt verwendet wird. In Korea, in Südkorea, ist man zum Beispiel sehr viel weiter. Da geht man schon auf viel, viel höhere Frequenzen los, die laufen dort. Man kann Erfahrungen sammeln. Leider ist eben Deutschland technologisch nicht so weit, wobei ich nicht bedauere, dass man die Frequenzen nicht anwenden, sondern dass man lernen, wo die Probleme bei diesen Frequenzen sind, dass die nämlich eigentlich für diese Anwendungen genauso gut oder schlecht geeignet sind wie Infrarot. Und Infrarot wäre nach unseren heutigen Erkenntnissen harmlos. Gut, Sie sehen den Wahnsinn, dass man 20.000 neue Satelliten plant, wenn dieser einfache Plan durchgeht. Amazon will auch Europa mit Satelliten bestrahlen und dann redet man von gut 30.000 neuen Satelliten. Was das allein für unsere Atmosphäre für Konsequenzen hat, ist eine ganz andere Frage. Diese Satelliten senden natürlich sehr stark, mehreren Megawatt. Das heißt, auch die werden einen Einfluss auf unser Klima haben. Ganz klar. Aber das ist etwas, was heute kein Mensch gedacht hat. Und wir haben im Augenblick die Planung von 200 Milliarden sendefähiger Objekte und später soll es mehr als eine Billion werden. Also es ist einfach wahnsinnig, was hier kommt. Vielen Dank. Wichtig ist, dass man wegen dieser schlechten Ausbreitung der Strahlen die Sendeleistung heraufsetzen muss. In den USA geht man schon auf die zehnfache Stärke von den Handys. Bei den Basisstationen ist es so, dass man die ganze Umgebung rund um die Basisstation gar nicht mehr gleichmäßig versorgen kann. Das wäre ein Energieverbrauch, der sinnlos ist, den man gar nicht so einfach leisten könnte. Deswegen folgt der Strahl der Basisstation, dem Handy, beziehungsweise wenn man ein selbstfahrendes Auto hat, diesem Auto.
Man muss sich das vorstellen, wenn Sie da entlang gehen, dann folgt der Strahl Ihnen, damit Sie auf Ihrem Handy Ihre Filme runterladen können und beim Gehen anschauen können. Und das klingt im Augenblick so, als wäre das wunderbar, weil dann die Antenne gar nicht mehr so viel abstrahlen muss. Aber stellen Sie sich vor, Sie haben eine Taschenlampe. Ein einsames Glühlämpchen von der Taschenlampe bringt nichts. Sobald Sie einen Reflektor dran haben, können Sie den Strahl in großer Entfernung sehen. Das heißt, durch diese Bündelung des Strahls konzentrieren Sie viel Energie in einen schmalen Bereich. Und da, wo der Strahl hintrifft, ist die Energiedichte natürlich sehr viel höher. Das heißt, damit ist auch die gesundheitliche Gefährdung höher. Gut, eins sollte ich noch sagen, bei Insekten ist es besonders schlimm, weil manche Körperteile von Insekten dann als Antennen werden können. Bin ich stolz darauf, unsere kleine ÖDP hat in Bayern das erfolgreichste Volksbegehren überhaupt in der Geschichte Bayerns gemacht, über Rettet die Bienen. Die Insekten werden halt dann, kann man ironisch sagen, nicht mehr durch Ackergifte getötet, sondern durch Stahl, wenn man das wollen. Ein weiterer Punkt ist, dass wir total überwacht werden. Wenn schon der Inhalt des Kühlschranks weitergegeben wird, wird natürlich sowieso registriert, wo wir sind mit unserem Handy. In China ist es für die Leute, die aus dem Land in die Stadt reisen, sogar Pflicht, ständig ein angeschaltetes Handy bei sich zu haben, damit man nicht nur weiß, wo sie sind, sondern, das ist auch bei unseren Handys so, selbst wenn sie die abgeschaltet haben, kann man die ferngesteuert anschalten als Mikrofon und wenn sie es nicht gerade in der Tasche tragen, auch als Kamera benutzen. Also diese massive Ausweitung der Strahlenübertragung wird zu einer ungeheuer intensiven Überwachung führen. Dann werden Sie sagen, wer hat Interesse daran, zu wissen, was über den Kühlschrank ist, was ich im Fernsehen anschaue. Die Leute haben sehr viel Interesse. Zunächst die Werbung, die dann ganz gezielt auf die Werbung schickt. Es ist eine Wahlbeeinflussung möglich und wird zum Teil gemacht. Es läuft gerade, also ich bin dabei, im EU-Parlament eine Anfrage zu starten, was denn die Kommission gegen diese Manipulationen tut. Das ist dasselbe, wie es Trump gemacht hat. Es bekommt jeder eben aus dem Profil, das man von diesen Daten hat und zum Teil heute schon hat, eine Werbung mit Argumenten, die genau für diese Leute passen. Und es gibt da sehr unterschiedliche Leute, die einen sind sehr für Klimaschutz, die anderen halten das für einen Unsinn. Und dann kann man jeweils diese Leute ganz getrennt, gezielt ansprechen. Ist eigentlich nicht verboten. Oder besser gesagt, da fehlen bei uns Gesetze. Aber dass das Wahlen beeinflusst, ist seit Trump bekannt. Es wird auch behauptet, dass der Brexit so beeinflusst worden wäre. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber möglich ist es. Sie sehen also, es geht um mehr hier, als nur um die Gesundheit, sofern man sowas überhaupt sagen kann. Und damit man das möglichst ohne den Widerstand der Bevölkerung einführen kann, die EU-Kommission versucht, den Mitgliedstaaten nahezulegen, dass man dann nicht lang Genehmigungsverfahren machen soll, wenn man Funktürme errichtet. Man muss sich das vorstellen. Unsere sogenannte demokratisch gewählte ist natürlich die EU-Kommission, sagt den Mitgliedstaaten, dass sie keine Genehmigungsverfahren für Funktürme einrichten sollen. In den USA ist es sogar für die lokale Regierungen verboten, auf Grundlage der Umweltauswirkungen da Genehmigungen zu versagen.
wo sie machen. Ich meine, das ist für mich unbegreiflich. Aber Sie sehen, wie hier versucht wird, den Widerstand der Bevölkerung zu überwinden. Jetzt noch eine Bemerkung, gerade weil ich vorher von Funktürmen gesprochen habe. Wenn man Basisstationen hat, Funktürme, dann wird immer behauptet, die Strahlung geht wie ein Regenschirm über die Leute weg und geht erst in ein paar hundert Metern auf den Boden. Dass das Unsinn ist, sehen Sie schon allein an der Tatsache, dass Sie direkt unter dem Funkturm oder auch unter einer Antenne auf dem Dach telefonieren können. Könnte man ja nicht, wenn die Strahlung drüber weggeht. Und wenn, also physikalisch gesehen, heißt es, dass es Nebenkeulen gibt, die dann darunter gehen. Die sind zwar sehr viel schwächer in der Intensität, aber der Abstand ist kleiner, weil man ja direkt unter der Antenne ist oder wenig weg davon. Und der kurze Abstand macht die geringere Intensität, wo es abgestrahlt wird, wieder weg. Konkret, wenn man mit dem Messinstrument da entlang geht, dann misst man meistens direkt unter der Antenne die höchste Strahlung. Und das Ganze in einem Bild festgehalten, wie man jetzt, ich weiß nicht, ob Sie es gut sehen, es wird immer behauptet, die Strahlung ging in der Nähe praktisch nicht am Boden und würde erst weiter später am Boden kommen. Und richtig ist, dass es hier Nebenkeulen gibt und die Hauptkeule, aber dass dieses Gebiet dazwischen sehr gut versorgt wird mit Mobilfunk. Man kann nach dem bisherigen Verfahren die Sendeleistung ganz wesentlich verringern. Sie sehen zum Beispiel, dass im Gräfelfinger-Modell, hier ist es, in einer dicht bebauten Gegend mit Hochhäusern, bebauten Gegend in einem Vorort von München, die Planung gelaufen ist, dass man mit einem kleinen Bruchteil, nämlich 1000 Mikrowatt pro Quadratmeter, gut durchkommt, während der Grenzwert in Deutschland bei 4,5 Millionen beim D-Netz und beim E-Netz bei 9 Millionen liegt. Das heißt, es geht. Und im Salzburger Modell steht nicht da, hat man jahrelang sogar noch deutlich unter diesem Wert nur senden dürfen. In der Toskana sind es nur 662 Mikrowatt pro Quadratmeter. Und stellen Sie sich vor, in einer Gegend in Italien würde der Mobilfunk nicht funktionieren. Das wäre die Katastrophe. Die meisten Italiener telefonieren ja mit zwei Handys gleichzeitig, wenn sie durch die Gegend sagen. Wenn da ein Mobilfunk funktionieren würde, ich glaube, das gäbe man auch schon. Jetzt fragt man sich natürlich, warum sind bei uns die Grenzwerte so hoch? Das ist einfach. Wenn Sie hier in Gifhorn eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 300 Stundenkilometern haben, sparen Sie sich die ganzen Polizeikontrollen. Und so ist es hier auch. Sie setzen die Grenzwerte so hoch, dass sie praktisch nicht erreicht werden. Und dann braucht man keine großen Kontrollen. Das Einzige, was man macht, unmittelbar an der Antenne werden sie trotzdem überschritten. Das heißt, man definiert einen Schutzkreis um die Antenne rum, wo sie überschritten werden und da darf man sich nicht dauernd aufhalten. Das ist die Vorschrift. Interessant ist, dass bei 5G die Grenzwerte zumindest an einigen Stellen heraufgesetzt werden sollen. Das heißt, bei 5G wird man auch diese Grenzwerte möglicherweise noch überschreiten. Wer setzt die Grenzwerte fest? Das ist eben diese Vereinigung von Medizinern, Physikern, die sehr industrienah sind, die ich eingangs erwähnt habe, mit dem schönen Namen ICNIRP. Hier das gelbe Kästchen. International Committee for Non-Ionizing Radiation Protection. Also internationales Komitee zum Schutz vor nicht ionisierender Strahlung, nennen sie sich. Ist ein hochtrabender Name, Komitee, das ist überhaupt kein Komitee. Das ist ein privatrechtlicher Verein, eingetragen in einem Vorort von München. Und zwar von Mobilfunk. Man kann dort nicht einfach Mitglied werden bei dem Verein, sondern man muss von einem anderen Mitglied vorgeschlagen werden. Das heißt also, der Druck ist sichtbar. Aber der Druck ist sehr wichtig. Er kriegt, wie Sie hier links oben sehen,
von der Bundesregierung 100.000 Euro jährlich. Damit kann man schon ein bisschen was machen. Und es ist im, Moment mal, also das ist oben in der Kante, sehen Sie es. Das Bundesamt für Strahlenschutz stellt diese Gruppe mietfrei Büros zur Verfügung und nicht nur die Büros, sondern auch das Sekretariat für diese Mobilfunkvereinigung wird auch von Steuergeldern über das Bundesamt für Strahlenschutz bezahlt. Das ist eine komfortable Lage und die haben natürlich sehr gute Lobbyarbeit gemacht. Die sitzen in der WHO. Offiziell heißt es, sie beraten sie. Praktisch gibt es ein Wissenschaftlergremium für die Weltgesundheitsorganisation, die die laufende Forschung beurteilt. Und da sitzen praktischerweise auch diese Leute ganz stark mit drin. Ähnlich ist es bei der EU-Kommission. Die hat auch ein wissenschaftliches Beratergremium, wo sie die ganzen Verordnungen und Gesetze drauf bauen. Da sitzen die Leute auch drin. Und so kann man ganz komfortabel alles beeinflussen. Diese Grafik ist mir deswegen so wichtig, weil man verstehen muss, wie die Mobilfunkindustrie durch konsequente Lobbyarbeit eben dieses Flechtwerk erreicht. Und was da zum Beispiel passiert ist, dass wissenschaftlich völlig falsche Schlüsse dokumentiert werden in einem Papier, das dann die EU-Kommission hernimmt, um solche Empfehlungen für die Strahlung, wie ich sie vorher gezeigt habe, zu machen. Die Kommissare, ich habe versucht, da reinzukommen, sind taub. Die wollen das natürlich nicht hören, weil ich von der Gegenseite bin und das für die unmöglich ist. Ich möchte hier aufhören, sondern nur noch ganz schnell ein paar Tipps geben. Gut, und etwas zweite Folie, die ich Ihnen noch zeigen wollte. Wenn Sie ein Schnurlostelefon haben, dann gibt es da einen Ökomodus. Oder besser gesagt, haben einige Telefone einen Ökomodus. Muss man beim Kaufen darauf schauen, dass sie es wirklich haben. Aber dieser Ökomodus ist nicht von vornherein eingestellt, sondern da müssen Sie sich mühsam durch die Gebrauchsanweisung lesen und eben den einstellen. Am besten ist natürlich, Sie haben überhaupt kein Schnurlostelefon, sondern ein Kabel gebundenes. Das geht jetzt im Gegensatz zu früher. Inzwischen können Sie sehr viele Telefone an eine Leitung anschließen. Und ich habe es zum Beispiel so, dass in praktisch allen Zimmern ein Telefonanschluss ist. Ich brauche kein Funktelefon, sondern dann gehe ich halt drei Schritte zum nächsten Telefon, was im Zimmer ist. Und ganz wichtig ist, dass man die Basisstation für die Schnurlostelefone nicht im Schlafzimmer stellt. Denn im Schlafen werden die zum Beispiel die Dinge im Wesentlichen erzeugt, von denen ich vorher gesprochen habe, Melatonin, PA und diese Dinge. Wenn man also im Schlaf bestrahlt wird, ist die Wirkung eine andere und wohl etwas gefährlicher, als wenn man am Tag bestrahlt wird. Deswegen sollte man in der Nacht möglichst funkfrei sein, keine Basisstation vom Schnurlostelefon im Schlafzimmer haben, kein WLAN oder wenn man doch eins nimmt, dann sollte man es nachts ausschalten. Sie wissen, WLAN ist die Funkverbindung für die Datenübertragung zu anderen Rechnern. Dann Bluetooth habe ich vorhin schon erzählt, das sind die Funkmäuse und Funktastaturen, die einem dann direkt anstrahlen an den Stellen, wo es am kritischsten ist. Und möglichst wenig mit dem Smartphone ins Internet, da wird vielleicht der Herr Weiner noch drauf eingehen. Die meisten Smartphones kann man über die kleine Buchse, die unten dran ist zum Laden, auch dazu hernehmen, dass sie die Daten darüber nehmen. Sie können also mit einem ganz einfachen Stecker vom Smartphone an Ihre Telefonsteckdose gehen. Es geht nicht bei allen Smartphones, aber doch bei sehr vielen. Gut, mit diesen praktischen Tipps möchte ich aufhören, aber der Sinn des Vortrags war nicht,
dass ich Ihnen jetzt praktische Tipps gebe für die Handys, das ist sozusagen der Nebeneffekt. Der praktische Nutzen dieses Vortrags sollte sein, Sie rebellisch zu machen. Denn das, was hier passiert, ist meiner Meinung nach eine Katastrophe. Und was mit 5G geplant ist, ist noch viel schlimmer. Wenn wir uns das gefallen lassen, sind wir selber schuld. Wir sind in einer Demokratie, wir müssen unsere Stimme erheben und können dabei auch was erreichen. Die letzte gute Nachricht, die ich vor ein paar Tagen gehört habe, war, dass Brüssel, die Stadt, wo ich normalerweise arbeite, als Modellstadt für die Einführung von 5G in Belgien herausgesucht worden ist. Und die Stadt hat jetzt vor ein paar Tagen gesagt, die wollen die Grenzwerte raufsetzen, kommt nicht in Frage, wir hören auf, Modellstadt zu sein. Sie sehen, Bürgerproteste können, wenn sie gut gemacht sind, einen wichtigen Effekt haben. Und dazu möchte ich Sie aufrufen. Danke.